Ich begrüße euch alle ganz, ganz herzlich zu der zweiten Session von heute Nachmittag. Und ich begrüße an dieser Stelle auch den Armin Lüchinger. Er ist pädagogischer und technischer ICT-Supporter an der Schule Diepoldzau Schmitter und Mitarbeiter vom Institut ICT und Medien bei der Pädagogischen Hochschule St. Gallen. Armin und ich kennen uns auch von einem Lehrgang CAS Digital Leadership in Education an der PH Zürich. Und es ist mega lässig, dass du heute Nachmittag uns mitnimmst und ja, auch wieder konkret wirst mit dem Thema, das du für uns dabei hast. Es wird ja wirklich in dem Sinn konkret mit der Leseförderung sich befassen in den nächsten 20 Minuten und also natürlich mit einer digitalen Unterstützung. Also ein ganz relevantes Thema, Armin, das du da mitbringst. Und ich habe mir erlaubt, deinen LinkedIn-Account noch in den Chat hineinzuschreiben, für alle die, die sich noch mit dir vernetzen, jetzt und später. Man findet auch deine E-Mail-Adresse und ich glaube, für heute Nachmittag, für die 20 Minuten, wenn ihr aus der Reihe, und es ist mega schön, wie viele sich da eingeschaltet haben für den Workshop, das Interesse ist wirklich gross, Fragen habt oder Anmerkungen, dann nutzt doch bitte den Chat, schreibt das wirklich gerade frisch von der Leber rein und ich helfe dir, Armin, und bringe dir so ein bisschen als Moderator die Fragen näher. Und wenn ihr etwas mündlich möchtet fragen möchtet, weil es manchmal einfach schwierig ist, das in Worte zu fassen, dann könnt ihr euch aufstrecken und dann würde ich euch da auch versuchen einzubringen in das Meeting. Armin, die Bühne ist dir. Ja, danke vielmals für die Einleitung. Also von meiner Seite herzlich willkommen bei dem Kurzinput. Es ist ja wirklich ganz ein kurzer Einblick nur in ein spezifisches Teil von Teams. Und zwar geht es heute Nachmittag um die Funktion, die Teams hat, um Teams Lesefortschritt. Da muss man vielleicht zwei, drei Sachen dann vorausschicken und mit dem möchte ich eigentlich auch starten. Was sind so die Voraussetzungen? Und nachher würde ich wirklich mit euch zusammen, also dass ich euch auch zeigen, wie man so eine Aufgabe aufsetzen könnte und wie dann die Auswertung auch stattfindet und wie es beim Schüler aussieht. Wie der Jörg schon gesagt hat, einfach schreiben oder die Hand aufheben, wenn ihr eine Frage habt, wenn es irgendwo schnell geht, wenn etwas unklar ist. Also Teams bietet relativ neu, ich glaube, es ist ein halbes Jahr oder so, oder vielleicht höchstens ein Jahr jetzt, die Funktion Teams Lesefortschritt, das ist Teil von Klassenteams, von der Aufgabenfunktion, die es in Teams hineingibt. Und bei dieser Funktion ist es so, dass Teams und im Hintergrund von der irgendwelchen Server von Microsoft das laute Vorlesen von einem Schüler automatisiert auswertet tönt. Also das heisst, der Schüler lässt laut vor einen Text, den ich als Lehrperson vorgebe, und im Hintergrund wird dann nachher automatisiert erfasst und ausgewertet, Fehler markiert, Auslassungen markiert, Wörter, wo zu viel geredet worden sind, markiert. Und da gibt man nachher eine schöne Übersicht, wie der Schüler oder die Schülerin lesen tut. Es geht also nur ums laute Vorlesen. Und was ich auch sehr schön finde, ist, dass auch in verschiedenen Sprachen möglich ist. Also man kann wirklich auch die Schüler Englisch vorlesen lassen. Das habe ich probiert, Französisch habe ich noch nicht probiert, aber denke, müsste auch möglich sein. Also man kann es auch für den Fremdsprachenunterricht brauchen. Jetzt gibt es aber natürlich auch Voraussetzungen. Und zwar müssen die Schülerinnen und Schüler, natürlich auch die Lehrperson, einen Microsoft oder einen Office 365 Zugang haben. Das ist vielleicht ein bisschen hinderlich bei der ersten, zweiten, dritten Klasse, dass die Schülerinnen und Schüler dort schon so einen Zugang haben. Also sie müssen einen Microsoft 365 Zugang haben und ihr als Lehrperson müsst ein Klassenteam gründen in Teams. Das sind die zwei Voraussetzungen, die da sind. Und dann technischer Natur natürlich irgendein Computer mit einem Mikrofon oder einem Tablet. Und was nicht kann, ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen. Nicht, also wenn ihr jetzt hier seht, auch, das ist nicht das, was ich wollte. Dann kann ich auch verstehen, wenn man sich wieder ausklingt und irgendwo anders hinklingt. Also was nicht kann, ist, es ist keine Textverständnisüberprüfung, sondern es geht rein ums laute Vorlesen. Was auch nicht kann, ist, auf den iPads hat es gewisse Einschränkungen. Wir sind bei uns in der Schule, in Diepoldzau-Schmitter, mit iPads unterwegs auf der 5. 6. Und da hat es leichte Einschränkungen, nämlich ich als Lehrperson kann keine so Aufgaben erstellen oder korrigieren auf dem iPad im Moment. Sie muss dann PC machen oder am Mac. Oder online ging auch. Und auf iPads ist keine Videoaufzeichnung
möglich. Also der Schülerin oder der Schüler wird während dem Lesen aufgezeichnet mit Audio. Man kann aber sogar auch noch das Video dazu laufen lassen. Und der Schüler wird dann auch noch eine Videoaufnahme haben. Das Ganze zeige ich nachher und habe ich aber auch in einem Beitrag auf meiner Webseite schon einmal beschrieben. Und da wäre der Link dazu, ich tue jetzt aber den gerade auch noch in Chat von dem Meeting. Da könnt ihr nochmal nachlesen und vielleicht auch nochmal in aller Ruhe nachlesen, was für Einschränkungen und Sachen das gibt. Und ich habe auch die Anleitung von Microsoft darauf noch verlinkt. Gut, dann würde ich sagen, starten wir jetzt aber wirklich gerade ins Erstellen von so einer Aufgabe. Und zwar sind wir in Microsoft Teams rein und gehen in einem Klassenteam, haben wir hier oben ja die verschiedenen Spezialtabs oder Register oder wie man dem sagt. Wir gehen hier auf Aufgaben und erstellen jetzt eine Aufgabe. Jetzt gebe ich dieser Aufgabe wie immer irgendeinen Namen. Ich kann auch noch Anweisungen dazu tun, laut lesen oder was auch immer. Moment, so. Jetzt muss ich die Ressourcen anfügen. Und da wäre hier bei den Büroklammern, habe ich die Möglichkeit, um eine Lesefortschrittsaufgabe anzufügen. Da wählen wir jetzt aus. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, irgendwelche eigenen Texte aufzuladen. Und ihr seht hier Word oder PDF. Beispielbibliothek ist noch mehr hauptsächlich Englischtext. Also ich habe bis jetzt noch keine andere gefunden. Darum nehme ich jetzt irgendeinen eigenen Text. Und da sehen wir auch den Vorteil von dieser Aufgabe. Ich kann natürlich jetzt auch Text aus Lehrmitteln nehmen, wo man vielleicht als PDF irgendwo umeinander hat. Ich nehme jetzt da eins. Habe extra so Beispieltext vorbereitet. So. Das ist jetzt ein Word. Im Word hat es den Text drin. Er tut es reinlesen. Und jetzt kann ich den Text auch nochmal bearbeiten. Also ich gehe jetzt her und sage, aha, meine Woche wäre eigentlich der Titel und nicht deutscher Text. Und da Quellen da unten, die möchte ich eigentlich nicht da haben. Sondern da wäre so. Oder wenn ich jetzt finde, ah, da müsste irgendwo noch einen Absatz haben nachher beim Schüler, kann ich da auch noch einrichten. Dann kann ich auch noch das Leseniveau angeben. Da gibt es verschiedene Sachen, die ich eingeben kann. Das ist völlig frei. Wirklich wahnsinnig viel bringen tut es vermutlich der meisten Schulen in der Schweiz nicht, weil er es erst wirklich benutzen, wenn man die Insights-Funktion in Microsoft Teams aktiviert hat, was vermutlich viele Schulen in der Schweiz nicht werden haben, weil es datenschutzrechtlich dann dort ein bisschen heikel könnte wäre oder teilweise auch nicht empfohlen ist. Genre kann man auswählen. Man kann dann bestimmen, wie viele Versuche hat der Schüler oder die Schülerin. Also ich kann sagen, er darf es nur einmal aufnehmen und dann muss er es abgeben. Oder er hat 4 Versuche, 5 Versuche, was auch immer. Ich sage jetzt da unbegrenzt. Ein Punkt ist dann wichtig zu wissen. Wenn der Schüler die Aufgabe abgegeben hat und er wählt zum Beispiel einmal. Der Schüler gibt die Aufgabe ab und er als Lehrperson findet, nein, das war aber nicht gut gewesen, das musst du nochmal machen. Dann kannst du ja, die Teams-Aufgabe auch zurückgeben, zum Überarbeiten, dann geht es nicht. Also der eine Versuch ist wie so sakrosant, schwebt über allem. Ich arbeite meistens mit unbegrenzt, weil ich finde, die Schüler sollen ja auch die Möglichkeit haben. Wir können dann auch ein Zeitlimit eingeben, dann tut es einfach nach einer Minute oder wenn ihr da einstellt, die Aufnahme abbrechen und dem Schüler melden, dass die Zeit vorbei ist. Den Punkt hier kann man auch nachher noch umstellen in der Auswertung. Da geht es darum, wie empfindlich die Auswertung gemacht wird. Dann kann ich sagen, ob ich ein Video will haben oder nicht vom Schüler. Also wenn ich hier auf Ja gehe, dann tut es automatisch, sofern das Gerät da unterstützt, das Video einschalten und der Schüler kann es auch nicht abschalten. Wenn ich hier Nein sage, dann kann der Schüler wie selber wählen. Wie gesagt, auf iPads funktioniert da nicht, das Video. Ich tue jetzt mal auf Nein. Dann gehe ich weiter. Und dann wird die Aufgabe generiert und hoffentlich funktioniert jetzt auch alles. Ja, gut.
Und da seht ihr jetzt, ist die Ressource angefügt und ich tue jetzt die Aufgabe zuweisen. Also dem Schüler, da wären noch die üblichen Einstellungen, die man bei Teams Aufgaben machen kann. Und die Aufgabe wird jetzt an die Schüler verteilt. Also sollte eigentlich da dann irgendwann auftauchen beim Schüler. Genau, Lesefortschritt, Präsentation, hat er bekommen. Da ist jetzt die Schüleransicht, wo man reingeht. Der Schüler hat die Aufgabe, klickt auf die Ressource und muss, je nachdem, da seht ihr jetzt, ich bin mit dem Browser drin, darum muss ich der Mikrofonverwendung noch zustimmen. Auch auf Windows-Geräten und iPads muss man der Mikrofon- oder und Kameraverwendung noch zustimmen. Die Kamera schaltet jetzt hier aus, weil ich ja mit euch im Meeting bin, sonst habe ich dann irgendwelche Schwierigkeiten. Hier unten sieht man auch, ob das Mikrofon tut. Und wenn das okay ist, fange ich an und starte den Text. Die Aufnahme startet jetzt sofort. Ihr seht auch, die Ansicht ändert. Und hier oben rechts kann ich übrigens die Ansicht auch noch verändern. Also wenn ich Schüler habe, die vielleicht den Text ein bisschen grösser bräuchten oder wo der Abstand ein bisschen grösser sein sollte oder eine andere Hintergrundfarbe und so weiter und so fort. Ich fange an zu lesen. Meine Woche. Von Montag bis Freitag besuche ich vormittags die Schule. Der Unterricht dauert meistens bis um 13 Uhr. Manchmal habe ich nach der Mittagspause noch einmal Unterricht und so weiter und so fort. Ich verzichte jetzt darauf, um alles ganz vorlesen. Am Schluss, wenn der Schüler fertig ist, klickt er auf Fertig. Er hat jetzt noch die Möglichkeit, seine Aufnahme anzulassen. Er kann es nochmal versuchen, wenn er findet, nein, habe ich nicht so gut gemacht. Oder er sagt, doch, das passt. Ganz ein wichtiger Punkt kommt jetzt noch, wenn er da aufgeladen hat. Und zwar muss jetzt der Schüler natürlich die Aufgabe noch abgeben. Und das ist etwas, was häufig vergessen geht. Die Aufgabe ist jetzt abgeben. Und die Lehrperson kann die Aufgabe jetzt kontrollieren. Manchmal dauert es einen Moment, bis der Text ausgewertet ist. Ihr seht hier, die Lehrerin oder der Lehrer hat die Aufgabe bekommen. Und manchmal kann es sein, dass es noch einen Moment geht, bis da der Text ausgewertet ist. Ihr seht, das ist natürlich nicht so ein sinnvolles Beispiel, weil ich noch erklärt habe. Darum habe ich gestern noch mal etwas gemacht, das ich jetzt als Beispiel für ein Ende gerne. Dass ich euch die Auswertung zeigen kann. Der Schüler oder die Schülerin hat das gelesen. Ich kann jetzt hier als Lehrperson auf der linken Seite nochmal die Empfindlichkeit auch einstellen. Die automatische Erkennung habe ich auch eingestellt, dass das auch der Computer mich schon unterstützt. Es ist aber so, dass ich schon nochmal ein bisschen nachkorrigieren muss. Also die deutlichen Fehler merkt er. Was noch nicht so merkt, ist, wenn jetzt hier zum Beispiel Wien würde als Win vorlesen, dann merkt er das nicht. Ich kann hier oben links jetzt auf Abspielen gehen. Und höre dann meine Aufnahme, da wird jetzt vermutlich nicht übertragen, zu euch. Ich höre da meine Aufnahme und kann da mitlesen. Wenn ich merke, dass er einen Fehler gemacht hat, kann ich aufs Wort klicken und kann dann entsprechend, also den Kategorien, die sind vorgegeben, die kann man nach meinem Wissensstand nicht verändern, kann ich sagen, oh, das Wort hat er ausgelassen zum Beispiel. Und in der Nähe hat der Falsche ausgesprochen. Und zum Beispiel haben den Kindern, da hat er vielleicht gelesen, haben den kleinen Kindern. Dann kann ich draufklicken, sage Text bearbeiten, Links einfügen. Dann kann ich reinschreiben, kleine haben den kleinen. Er hat da zum Beispiel ein Wort zu viel gelesen. Und so kann ich wirklich den Text genau analysieren und auch das, was der Computer schon gemacht hat, kann ich bearbeiten. Also wenn er da zum Beispiel sagt, Auslassungen, dass ich da vergessen habe, aber in der Aufnahme ist es da tiptop zu hören, dann kann ich da sagen und sagen, das ist richtig. Was ich auch kann, und das finde ich sehr praktisch, wenn er den Text einigermaßen gut erkennt, kann ich da draufklicken und sagen zu Word, also eigentlich müsste es Wort heißen, schlecht übersetzt, dann kumpert er mit der Aufnahme hinter oben, dann kumpert er direkt in der Audio beim Abspielen direkt zu dem Wort. Und so kannst du sehr schnell, bist immer wieder am richtigen Ort.
Und das ist ein Vorteil gegenüber der Papierkorrektur, dass ich relativ einfach gerade nochmal sagen kann, ah, da muss ich nochmal hören. Und wenn ich sonst Aufnahmen mache, muss ich immer von Hand wieder zurückspulen und dann fühlt sich das falsch an und dann geht ein bisschen mühsam so hinterher. Armin, wie hast du es denn jetzt mit den Schülerinnen und Schülern auf diese Art und Weise in der Feedback-Kultur bist? Es wird gefragt aus dem Chat, ob das nicht auch könnte fast ein bisschen erdrückend wirken, wenn das so detailliert daherkommt. Ja, also ich habe es mit 5-6 Klassen jetzt auch noch gemacht und dort ist also sehr ich sage jetzt in der ersten Klasse von mehr Fehler und so, aber es sind eigentlich am Schluss nicht so wahnsinnig viele Fehler, die es haben. Plus, was ich ja hier auch noch mache, ist das Feedback geben auf der rechten Seite. Und da tue ich natürlich dann die guten Sachen rausheben, die sie gut machen. Und eigentlich sehe ich es schon auch ein bisschen auch als Auswertung für mich als Lehrperson, wo liegen noch die Schwierigkeiten bei dem Kind oder auch bei älteren Gesprächen zum Beispiel ganz klar auch können aufzeigen, wo sind noch die Schwierigkeiten, wo müssen wir noch daran arbeiten. Oder dann bei einem Gespräch, wo ich mit dem Schüler führe, da auch anzuschauen, wenn immer wieder Wörter kommen, die er zum Beispiel nicht so gut kann. Aber ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich das alle Woche machen würde oder es ist mal in einer Phase oder so, sehe ich da. Ich weiß nicht, beantwortet die Frage von Michael. Es ist so eine Art wie eine Auswertung, wie man auch von Lesetests her eigentlich auch kennt. Danke. Ja, am Schluss eben könnte ich da noch Feedback geben und dann dem Schüler da zurückgeben und er kann es wieder anschauen. Oder da, was ich vorher angetönt habe, wir können es da auch zu einer Revision zurückgeben, wenn man sagt, nein, probier das nochmal. Da einfach eben wichtig, dass er dann einstellt, dass er mehrere Versuche hat. Für mich persönlich ist das der Digitalweg, der Weg, der auch in einer Homeoffice, einer Homeschooling-Situation funktioniert. Wenn ihr einzelne Schüler daheim habt, die so mal eine Aufgabe, eine Leseaufgabe geben könnt, selbstverständlich kann man es auch mit normalen Audioaufnahmen machen, wo man ihnen Feedback gibt. Also das wäre ja auch eine Möglichkeit. Da ist einfach der Vorteil, dass ich die Unterstützung habe, wo man beim Auswerten hilft. Ja. Da Bildschirmteilung aufheben, weil eigentlich ist das schon gsi. Und wenn ich auf die Uhr schaue, wäre es jetzt auch noch so ganz wenig Zeit, auch noch für weitere Fragen. Ich darf gerne auch das Mikrofon einschalten, wenn noch Fragen sind. Ja, Sali Armin, ich habe eine Frage. Hoi Boris. Und zwar, wie sieht das datenschutztechnisch aus? Da kommt sicher die Frage bei mir im Kollegium ganz bestimmt. Weil da wird jetzt gespeichert auf den Server. Das sind da die Server von Microsoft in der Schweiz, die in Zürich und Genf stehen? Da weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Da muss ich noch abklären. Aber da kann ich mal nachher nachfragen und kann ich da gerne noch abklären. Probieren. Also, was ich weiß, ist, dass die Insights-Geschichte nicht ganz ideal ist. Das kann ich auch mal schnell zeigen. Moment. Da oben ist ja auch noch ein Knopf Insights. Und der Insights, der ist ja häufig in Schulen aus datenschutzrechtlichen Gründen abgestellt. Da wirst du dann eben so eine längerfristige Perspektive bekommen über den Schüler. Also da bei Insights wirst du dann quasi alle die Lesefortschritte, die du gemacht hast, auswerten. Und ich habe es in einer Testumgebung gemacht. Und dort ist dann wirklich, also dann sagt er dir, in deiner Klasse ist da ein schwieriges Wort, das es zum Beispiel nicht gut könnt. Das ist heikel. Aber das andere kläre ich noch ab. Merci. Und ist gut, Boris, ich würde es auf meiner Webseite, wo ich da den Bericht gemacht habe, dann noch reinschreiben und ergänzen. Ja, das ist super. Ich folge dir dort. Wunderbar, herzlichen Dank für die Frage, Boris. Und jetzt an dieser Stelle vielen Dank fürs Interesse. Herzlichen Dank, Armin, für deine Ausführungen. Wirklich ein Nugget, kann man vorstellen, für viele vielleicht wirklich noch nicht bekannt und wo man jetzt neu entdeckt hat, dank dir. Merci vielmals für heute Nachmittag. Danke auch für das Interesse und viel Spaß noch bei den weiteren Sessions.